Ja, was? Und tut es beim Mondschein. Und bringt einen Strauß Blumen mit. Er hängt aber auch wirklich an diesen komischen Gewächsen, oder? Und Frauen mögen so etwas. Schenkt ihr ein Geschmeider, eine Kette. Was sollen Rondrianer denn mit Ketten? Ich meinte nicht eine schützende Kette, sondern Geschmeide. Eine Silberkette, eine Goldkette, ein... Lasst euch was einfallen. Muss ich alles erklären? Schenkt ihr doch was Praktisches. Vielleicht soll Gutschein, dass sie ihre Rüstung von Thorn Eisinger umarbeiten kann. Ich meine, ihr kennt ihn, da freut ihr sich bestimmt drüber. Ich glaube, Meister Eisinger sucht sich seine Kundschaft selbst aus. Ja, das könnt ihr, ihr kennt ihn doch, überzeugt ihn doch. Ach, ihr müsst noch viel lernen, Jalan. Aber wollt ihr überhaupt die Mühe machen, hoher Ritter, oder seid ihr es einfach... Es ist meine rundrückgefällige Pflicht, mir die Mühe zu machen. Es fragen immer. Okay, das wusste ich nicht. Warum ist das denn deine Rondra-fällige Pflicht, der Dame den Hof zu machen? Weil Rondra es so will. Ja. Könnt ihr euch nicht einfach ein neues Minnefräulein suchen, bei dem ihr es noch nicht so verkackt habt? Sucht ihr euch einen neuen Duellgegner, wenn der jetzige zu spät ist? Nein, ihr steht wieder auf und geht nochmal in den Ring. Ja, gut. Das würde das Ganze aber viel einfacher machen. Genau so funktioniert das mit der Minne auch. Man steht auf und geht wieder hin, schätze ich. Wenn ich mich recht erinnere, Rafim, seid ihr vor eurem Minnefräulein davongelaufen. Verflucht, warum hat mein Schwertmeister mir sowas auch nicht beigebracht? Das war immer nur Orks hier, Lanzen da. Welches Minnefräulein? Ich hab gefragt... Oh, eine entzückende ältere Dame. Ach, diese komische Alte, sag mal, seid ihr noch ganz dicht im Schädel? Wo kommt die überhaupt her? Da war das eigentlich noch gleich, ich habe sie gar nicht erkannt. Weiß ich nicht. Aber ja, reden wir lieber über Rafims Frauenproblem. Die sind auch zahlreich, das kann ich euch versprechen. Die Probleme oder die Frauen? Beides. Meist erst das eine, dann das andere. Ja, kein gutes Thema. Und immerhin scheint Isarun sich ja mit ihrem Sänger gut zu verstehen. Richtig, macht ihr dem eigentlich den Hof oder wie funktioniert das? Müsst ihr für den auch was singen? Naja, ich hoffe mal nicht. Ich bin darin nicht so gut. Aber ich glaube, ich bin auch nicht so gut und ich tue es trotzdem. Ja, aber Alvan scheint ein ganz okayer Sänger zu sein. Ja, aber müsst ihr da nicht was zurücksingen oder ist das nur so, machen nur die Männer das? Wie funktioniert das? Nein, die Männer müssen sich die Arbeit machen. Das ist ja sehr enttäuschend. Für gewöhnlich machen die Ritter sich die Arbeit. Ja gut, aber Isarun nimmt ja auch teil, oder nicht? Und Isarun ist aber keine Ritterin. Allerdings kommt mir der Herr von Unteradvertissen auch nicht zuvor. Ich weiß also nicht, was das soll. Ich dachte, aber ist es nicht so, dass er ihr Minnefräulein ist? Minnesänger, nicht Minnefräulein. Ah, okay, Entschuldigung. Ich weiß gar nicht so genau, wie das geregelt ist. Also, ich kenne das natürlich klassischerweise von Rittern und so, aber... Und für gewöhnlich ist es eigentlich unter Rittern und Rondrianern verbreitet, dass man sich ein Minnefräulein erwählt und um sie wirbt. Aber auch dieser Brauch scheint erst nach Gareth gefunden zu haben und infolgedessen von jeglicher Tradition losgelöst betrachtet zu werden. Duchte Garethe, nimm alles, was gut ist auf der Welt und zieh es durch den Dreck. Nun, das ist normalerweise auch üblich für das Patriziat, sich einen... die gehobenen Bürger einer Stadt. Das Patriziat. Gehoben oder nicht gehoben, es sind allesamt Gemeine. Nennt sie, wie sie wollt. Das ist eine sehr einschränkende Sicht der Dinge. Nun, nichtsdestotrotz ist es üblich, dass auch die gehobenen Bürger einer Stadt um eine Dame oder einen Herrn freien. Das niedere Volk, das glaubt, es könnte sich untere Traditionen aneignen. Was ich für mehr darstellen will, als es eigentlich ist und nichts weiter. Nun ja, die Nachahmung ist doch die höchste Form der Verehrung. Und nach Verehrung strebt ihr doch, oder? Nein, wir streben danach, dass alles in seinen preisgefälligen Bahnen läuft. Und das läuft es, wenn das Volk weiß, wo es hingehört. Dann schaut euch doch mal diese Storrebrands und die Karinos, nicht so ungut, Karas, an. Die über den Platz stolzieren, als seien sie die Herren der Stadt selbst. Nun, wenn ihr wüsstet.
Also die Karinos sind sehr einflussreich. Wenn man so wie ich das höre, sind sie in Al-Anfa ja sogar ein Drücker. Bürgerliche. Nun ja, der Süden. Und was ist mit dem König da unten passiert? Der König? Ich weiß gar nicht, was mit dem König ist. Ich kenne ihn gar nicht. Habt ihr den König abgesetzt? Hört euch das an! Abgesetzt! Das ist natürlich verwerflich. Nichtsdestotrotz ist er der König. Wahr. Dann wundert ihr euch darüber, dass niemand daran vorne mag. Nun, warten wir auch gar nicht. Wir wollen nur, dass ihr unsere Produkte kauft. Ja. Ich hoffe, ich muss niemals einen Fuß dorthin setzen. Oh, ihr verpasst was, glaubt mir. Ihr verpasst was. Die schönste Stadt. Ich bin auf Maraskan ja schon fast in meiner Rüstung kaputt gebacken. Noch weiter südlich muss ich eigentlich nicht. Ja, wir brauchen so viel wärmer ist das dann auch wieder nicht. Es ist die sicherste Stadt in ganz Aventurien, das kann ich euch versprechen. Die sicherste Stadt in ganz Aventurien ist ja wohl Gareth. Ich wurde hier schon mindestens einmal überfallen. Ich schon zweimal. Ja. Und dann eben haben oder so. Was ist das denn? Ja, so könnt ihr doch ein bisschen über die Stadt Gareth philosophieren, über politische Ansichten und wie man mit Frauen richtig umgeht. Wenn ihr euch dann irgendwann, ja, vielleicht nochmal trennt nach dem Essen, noch ein bisschen zusammengesessen habt mit dem Bier, was habt ihr den restlichen Tag vor? Soll ich anfangen? Ja, genau. Wir fangen wie immer von oben nach unten an. Abelmir. Ich würde zuerst, wie gesagt, die 40 Dinés beim Silander nachbestellen. Ja, 40 Stück. Das heißt, 70 hattest du schon, plus 40 genau. Sind 110. Genau. Zudem die Einladungen abholen, mir eine Empfehlung für einen Kalligrafen geben lassen, diesen besuchen und beauftragen, die Gästeliste, die wir inzwischen erstellt haben, auf diese Eintrittskarten oder Einladungskarten zu übertragen. Zudem den Auftrag an den Illusionisten bestätigen lassen und einen rechtsfähigen Vertrag darüber aufzusetzen, dass er zu dem Zeitpunkt zur Verfügung steht für diesen Tag für eine bestimmte Summe. Ja. Dadurch, dass ihr dann Marischal d'Alperdo kennt, sollte das kein Problem sein. Der ist also auch sehr zuverlässig. Der große oder großartige Spektakulus Theophrastos, wie auch immer er heißt, bist du nicht ganz sicher, irgendein komischer Künstlername. Zumindest ist er dann da und versichert dir auch seine Künste für das Geld, die 50 Dukaten im Voraus, beziehungsweise seine Anzahlung will er natürlich haben, damit er da nicht umsonst aufläuft mit seinen alchemistischen Sachen, irgendwelche Pollen, die er sich in den Mund nimmt, damit er Feuer spucken kann, ein paar andere Tränke, die er noch im Vorfeld kaufen muss, damit er eben auch den ganzen Tag oder den ganzen Abend über Fähigkeiten besitzt. Mhm. Ja, Des Weiteren würde ich gerne einen Droschkendienst vor den Thermen organisieren, dass zu dem fraglichen Zeitpunkt, wenn das Festland das Ende geht, mindestens 10 Droschken für die bürgerlichen Verfügungsstellen stehen, damit sie den Abend gemütlich ausklingen lassen können, indem sie nach Hause chauffiert werden. Dies müssten sie selber bezahlen und ich würde einen Exklusivvertrag vereinbaren mit diesem Droschkendienst, dass nur sie dort stehen dürfen. Alle anderen würden von unseren Söldnern vertrieben werden und 25% der Einnahmen aus diesen Droschken würde ich ebenfalls diesen Spenden hinzufügen. Ja. Als Zusatzdienst. Also du möchtest davon, dass sie da stehen dürfen, willst du 25% haben, die sie an dich abdrücken müssen? Vom Gewinn, genau. Vom Gewinn? Genau. Gut, der Reingewinn. Es macht wahrscheinlich nicht viel aus, aber ist halt. Ich bin halt Horasia, ich mach sowas. Ja, finde ich eine ganz gute Idee. Ich überlege gerade, ob ich dich da irgendwas würfeln lassen will. Warte, gut. Arbeitsverträge, Handel? Handel wäre gut. Handel hätte ich, müsste ich ableiten auf Hauswirtschaft wahrscheinlich. Hauswirtschaft plus 10 gehen. Genau. Ja, Hauswirtschaft plus 10. Du darfst mir sonst auch noch was anderes anbieten, wenn du möchtest. Etikette plus 10 würde ich, glaube ich, auch erlauben. Dann nicht Etikette natürlich. Dann versuch's mit Etikette. Geschafft. Mhm.
Ja, also das würde ausgehandelt werden, aber er gibt dir maximal nach Schwernis 6. Dann gibt er dir 10%. Ja gut, ist besser als nichts. 10%, keine 25, das sieht er nicht ein. Dafür, dass du da keinen Mehraufwand hast. Aber er hat einen Explosivvertrag. Ja, okay, da gar ja, nichts. Die Uhren in Gare ticken ein bisschen anders als in Winsalt. Aber damit ist dein Tag, glaube ich, dann auch relativ gut ausgelastet. Wenn du möchtest, könntest du dann abends wieder bei Witwe Putz, könntet ihr euch sammeln. Wie gesagt, wir hatten es 13 Uhr plus die Gespräche. Also bist du dann den Tag über ein bisschen beschäftigt. Eine Sache würde ich gerne noch machen. Ich würde gern 6 weiße Rosen und 6 rote Rosen an Leonida von Bugenholz, die uns den schicken. Mit einer Karte von im Namen Jarlands, also das Jarland, es scheint, dass sozusagen Jarland diese Rose geschickt hätte. Und ja, mit einem, keine Ahnung, Liebesgesicht, keine Ahnung, oder ein Liebes, whatever. Die weißen Rosen im Namen von Jarland und die roten in deinem Namen. Nee, 6 weiße und 6 rot, also als ja. Die Farben Rondras. Okay, schön. Ja, ich glaube, die Rosen, das ist alles so in deiner Apanage mit drin, also ja, werden halt ein paar Silbertaler kosten, zusammen mit dem Botenjungen, der das dann überbringt. Und da musst du jetzt nichts abziehen. Also sind da halt wenige Silbertaler, die sind dann irgendwo im Budget mit auch nur mit drin. Alles klar, das ist ja eine Sache. Ja, ich würde auch gerne einige Sachen besorgen. Unter anderem würde ich gern zurück in meine Akademie gehen und dort mal das alchemistische Labor aufsuchen. Ein gewisser jemand hat ja alle meine Heiltränke weggesoffen und die würde ich gern mal auffüllen. Ja, musst du natürlich bezahlen. Die Akademie ist wie immer pleite. Es sind Umzugskosten aus Beilung, die da noch entstanden sind und man hat sowieso sehr wenig Geld. Und ja, also man kann sich da nicht für lau bedienen, sondern die werden da dann von Alchemikern werden die in euren Kellern zusammengebraut und das ist schon günstiger als auf dem normalen Markt, aber für den ganz normalen Standardpreis laut der Wege der Alchemie kannst du dich dann da mit magischen Heiltränken eindecken. Maximal Qualität D, höher geht's hier nicht, weil deine Akademie leider nicht so sehr gute Alchemisten beschäftigt, da musstest du dann zu anderen Leuten gehen. Vielleicht zu dem Zirkel der freien Wissenschaften. Die können sogar bis F brauen, aber das sind natürlich Schwarzmagier. Also da gehe ich mit Sicherheit nicht hin. Wenn jetzt noch welche von meinen Gefährten auch was mitbestellen wollen, können sie das gerne tun. Ich würde mich nämlich auch mal nach einem Kraftelixier umhören für den Raphim. Da hätte ich gerne bestätigte Qualität D. Dann noch ein paar Würseltränke und was war denn das noch, was ich haben wollte? Pfeilblütentee. Pfeilblütentee, was macht der? Ja, der Regeneration? Genau, also über einen Zeitraum von 4 Stunden bekommt man dann ein paar mehr Lebenspunkte zurück. Und Schlaftrunk, der dann auch die Regeneration unterstützt. Ja, hoffentlich kriegst du kein Schlafgift. Ömer möchte noch 2 Heiltränke Qualität C haben, das ist auch kein Problem. Würseltränke kaufst du dann für Jalan. Schwarzer Mohn soll von Abelmir bestellt werden. Ist also eine relativ große Liste. Schicken sie dich mal wieder los, um für sich dann Heiltränke und generell Tränke zu kaufen. Du hoffst natürlich, dass du das Geld wieder bekommst. Aber ja, die Tränke sollten wohl alle da sein. Was tut ein Kraftelixier Qualität D genau? +7 Körperkraft für 7 Spielrunden. Für 7 Stunden? Spielrunden, also 7x5 Minuten. Gut, ja, sollte wohl auch nicht das Problem sein. Kannst du alles kaufen, kannst du alles bestellen. Einmal bitte dann den Preis zusammenrechnen und dann jeweils von eurem eigenen Geld abrechnen. Genau, mache ich dann. Und falls ich den Magister Melvin noch irgendwie sehe, dann würde ich den gern mal darauf ansprechen, was denn jetzt mit dem schwarzen Ritter da los ist. Ob man da schon mehr weiß. Melvin Störrebrand sitzt dann natürlich nicht bei dir im Schwert und Stab, sondern der wird normalerweise entweder in der alten Residenz sitzen oder oben wieder im Santonierzelt oder er ist gerade im Bandstrahlerturm, also du weißt gerade nicht, wo er ist, du wirst ihn nicht finden. Mhm.
Gut, also auf dem Turnierplatz würde ich auf jeden Fall mal rumschauen. Der ist ja um die Ecke von der Akademie. Richtig. Aber wenn er da irgendwie auch beschäftigt ist, dann ist es halt so. Es weiß auch gerade aktuell keiner, wo er ist. Also er hat oben eine Vertretung bei seinem Zelt, beziehungsweise dem Haus der Heilung. Da steht eine Assistentin, den er abgestellt hat, weil er wohl wirklich den ganzen Tag über beschäftigt war. Kannst du natürlich vermuten, wo er ist. Ja, vielleicht hat Jalan da mehr Informationen, wenn er da überhaupt rankommt. Gut, wolltet ihr euch noch abends einmal um 19 Uhr treffen oder ist das irrelevant? Hört sich so an. Okay, ist irrelevant. Dann seht ihr euch am nächsten Tag erst wieder. Kiaras. Ja. Ich möchte gerne zum einen, etwas, was mir gerade wieder eingefallen ist, zunächst zum Theater Fuchsbau. Und dort mit dem Besitzer und der Truppe natürlich zu reden und die Theaterstücke noch ein wenig auszuarbeiten, zu verfeinern und zu sehen, wie weit sie schon damit sind. Ja, Maréchal Balto hat sich die künstlerische Freiheit genommen und nochmal 50 Orks ergänzt, die euch während des Drachenkampfes angegriffen haben. Gerne, kein Problem. Natürlich versichere ich mir auch, dass ich ihn dann so bald wie möglich einmal mit dem werten Illusionisten, den wir anheuern wollen, in Verbindung setzen werde, dass sie sich absprechen können, was er denn wann macht. Ja, das ist ja sowieso einer seiner Männer, also der Theophrastus. Der kommt ja, der ist ja, also Abelmir hat sie es über Selander bestellt, aber das Selander ist dann zu Maréchal Balto gegangen, um dann Theophrastus zu bestellen. Und ja klar, dadurch ist es halt teurer. Hätte man es halt direkt bei Maréchal bestellt, wäre es günstiger gewesen. Gut. Ärgerlich. Ja, das ist halt Abelmir. Er gibt immer gerne mehr Geld aus, als wir das gerne von ihm hätten. Ja, nee, aber auch die Orks werden dann teilweise illusioniert. Man hatte sich kurz darüber diskutiert, ob das eine gute Idee ist. Ich meine, vor einem Jahr gab es einen Vorfall. Aber er wird sie nach und nach wird er sie auftauchen lassen und dann gibt es da... Er soll sie untot machen. Ich erzähle ihm dann ganz breit nochmal von diesen widerlichen Untoten, die von dem Drachen runtergefallen sind. Damit da braucht er leider eine Zeichnung von dir, wie untote Orks aussehen. Nein, malen und zeichnen. Oh, wunderbar, bitte. Ja. Malen und zeichnen. Ja. Ich würde sagen, das ist absolut kein Problem. Ja. Schön mit viel Grauschattierung, bisschen schwarz, irgendwie geifernder. Ja, er kann dir die Orks so umsetzen, wie du sie haben möchtest und dann kämpft ihr gegen untote Orks. Guter Mann. Ja, und mit dem verbringe ich dann so ein paar Stunden, gehe das alles noch einmal mit ihm durch, damit es natürlich perfekt ist, aber dann überlasse ich ihm die Arbeit, weil ich bin davon überzeugt, er ist natürlich der Beste in seinem Fach. Und verlasse dann das Theater, um zur Tempelhöhe zu gehen, in die Halle der Ekstase. Nach den ganzen Kämpfen jetzt die letzten Tage, es gehört eigentlich nicht zu den Tugenden meiner Gottheit. Das heißt, ich muss ein wenig Ausgleich schaffen, Harmonie schaffen. Sprich, ich möchte den Tempel besuchen, um mich geistig, körperlich zu reinigen, Ausgleich zu schaffen, Harmonie zu schaffen und Raya zu huldigen. Ja, das soll dir auf deine eigene Weise gelingen. Die anderen kannst du natürlich auch informieren. Ich glaube, du möchtest ja auch viele derjenigen für dein Fest anwerben. Wie viele sollen es sein? Wie viele haben sie zur Verfügung? Das ist die größte Frage natürlich. Wie viele sind überhaupt hier? Ungefähr 6. Dann kommen sie alle. Okay, gut. Dann sollen sie alle kommen. Je mehr, desto besser. Außerdem, ich kann doch niemanden von ihnen den Spaß verderben. Ausgezeichnet. Ja, dann kannst du auch da den restlichen Abend dir es gut gehen lassen, massieren, massiert werden. Kannst natürlich dann auch geschlechtliche Liebe ausführen, mit wem auch immer du das möchtest, also männlich, weiblich, kannst eben auch nur, ja, weiß ich nicht, reiten, tanzen, singen, spielen, das ist dir dann überlassen, wie du den Abend ausgestaltest. Ich bin ein Diener Rayas. Viel Spaß.
Ja, aber am Abend würde ich dann gerne wieder aufbrechen. Also ich bleibe nicht den gesamten Abend dort. Denn ich hatte ja eine Einladung bekommen von der Gräfin Franka Salva Galahan. Und der würde ich gerne nachkommen. Ja, das kannst du gerne tun. Sie wird natürlich ein schickes Restaurant aussuchen. Also ihr könnt euch dann irgendwo am Schlossplatz könnt ihr euch dann zurückziehen. Da gibt es dann ja ein exquisites Essen, was ja auch mit den Speisen des Landes auffahren kann. Und sie erzählt dir von ihrer Sammlung, die sie zu Hause hat. Ja, sie selbst hat die Fächer natürlich auch mittlerweile nicht mehr am Körper, aber vor allem erzählt sie dir auch von ihrem kleinen Museum, was sie hat. Sie sammelt ja vor allem exotische Gegenstände, aber auch exotische Menschen, die sie sammelt. Und sie würde dir auch anbieten, wenn ihr mögt, dann könnt ihr natürlich auch heute schon den Abend noch etwas anders ausklingen lassen. Was sie sonst zu Hause bei sich hat. Eine Knochenkeule, eine Goblinerschamanin, eine Speerspitze eines prätorianischen Legionärs. Sie hat ein Kurzschwert von einem tulamidischen Geweihten, also viele Raritäten, die sie wohl bei sich zu Hause hat. Und das ist so ein bisschen das, wie sie sich vorstellt. Ja, sie ist eine herausragende Fechterin und ja, kennt viele verschiedene Leute. Und tatsächlich, ich muss kein Interesse vortäuschen oder so. Tatsächlich interessiert Chiaras das sehr, was sie in ihrer Sammlung hat. Und öfter werde ich auch das Gespräch so ein bisschen darauf lenken, halt auf das Duell, das wir hatten und vor allem auch auf ihren Stil, den sie gezeigt hat, weil das intrigiert mich. Ja. Ja, Kunstmäzenin, das heißt, sie gibt auch ganz gerne mal für verschiedene Gemälde, für verschiedene Bilder, vor allem auch dann von Elfen oder so, eine ganze Menge aus. Ja, sie ist durchaus eine interessante Person, nicht nur für Raya-Geweihte, sondern ganz generell für alle, die ja, die einen Lebensstil wie du pflegen. Sehr schön. Da fällt mir gerade ein, ich habe vielleicht sogar das perfekte Geschenk für die Dame. Und zwar habe ich in meiner Zeit im Südmeer, davon erzähle ich ihr, auf einer Fahrt einen Perldrachen gesehen, in der Ferne, wie er geflogen ist und ins Wasser getaucht ist und dort einen Schwarm Fische gejagt hat. Und in der Tat habe ich diesen Drachen gezeichnet und ich würde ihr gerne diese Zeichnung schenken, denn sie ist von meisterhafter Qualität und eins der besten Stücke, die ich je geschaffen habe. Ausgezeichnet, das nimmt sie gerne an. Vor allem dann auch von einem, ja, sie spricht dich auch so ein bisschen als Drachentöter an, auch wenn sie hat wohl nicht ganz begriffen, dass du gar nicht dabei warst. Aber du gehörst auf alle Fälle zu dieser Heldenriege und zu der Gruppe von Jalan, das ist ja natürlich klar. Und ja, so könnt ihr dann auch gerne noch über weitere Drachen reden. Und sie nimmt das Gemälde gerne an. Das ist natürlich etwas, was sie sehr interessiert. Kannst mal, ja, 1W20. Dann kannst du dir schon mal, ja komm, 110 Dukaten. Wie gesagt, sie ist Mäzenin. Geld interessiert sie nicht so wirklich. Und für einen schönen Abend gibt's 110 Dukaten von mir. Gut, dann immer. Ja, wir haben zwar eine Travia-geweihtes Pärchen, was wir einladen, aber das ist nicht das gleiche. Das ist nicht die Travia-Geweihte, die ich damals getroffen hatte in der Stadt, wo ich ja meinen Bohnendeal mitgemacht habe. Das war eine Pereine Geweihte, oder? Nee, das war Travia. Travia. Travia, gut. Innerhalb der Stadt. Und da möchte man jetzt nochmal hin. Das kannst du gerne tun. Ja, der Travia-Tempel am Schlossviertel gelegen, auch neben dem Pereine-Tempel, und kannst dann dort auf die ehrwürdige Mutter treffen. Mutter Valgrid. Vater ganz treu. Wir sind doch jetzt am zweiten Turniertag, meine ich? Wir sind am dritten Turniertag, der erste Pereine.
Ja, am dritten Turniertag sind wir. An welchem Turniertag wollten wir nochmal das Fest ausrichten, das die Spendengala? Am 5. Ja, dann wird man auf sie zutreten, euer Gnaden. Oh, Ömer, schön dich zu sehen. Möchtest du uns helfen? Gerne. Ich wollte euch aber vor allen Dingen noch zu etwas einladen. Ja, gerne. Ich gehe auf eine... Ich bin zwar Mitausrichter, aber ich gehe natürlich auch dahin zu einer Spendengala und ich würde ganz gerne wissen, ob ihr mich begleiten wollt. Als meine plus eins, glaube ich, nennt die Hohen Herren das. Dich begleiten? Ich glaube, normalerweise würde ich Vater ganz treu mitnehmen, aber ich glaube, da du einen sehr guten Ruf bei uns genießt, wird mein Gemahl da, glaube ich, wenig gegen haben. Solange es eine züchtige Einladung, eine züchtige Party ist. Ich denke, also, das ist so geplant. Nennt man das doch Party? Nein, das ist eine Spendengala, um die tobrischen Flüchtlinge zu unterstützen. Oh, sehr gut, sehr gut. Also das ist schon sehr Travia-gefällig und ja. Dann begleite ich dich gerne. Genau. Mutter Waldrit ist schon eingeladen, aber das ist nicht Mutter Waldrit, denn es gibt ja zwei Travia-Tempel in der Stadt und der Mutter Waldrit müsste doch die sein, der Travia-Tempel meine ich, der in Roskop ist. Und das ist jetzt die aus dem inneren Teil von Gareth. Genau, wir haben ein recht junges Pärchen, also die sind sehr, sehr jung, so 18, vielleicht ein bisschen jünger, vielleicht ein bisschen älter, so in dem Dreh. Perreine-Tempel der eingebrachten Ernte war das oben. Das ist ein Perreine-Tempel und wir haben hier ein Travia-Tempel. Ja, dann würde ich ganz gerne den Rest des Tages noch aushelfen im Travia-Tempel und die einfachen Arbeiten mitmachen, diese ganzen hauswirtschaftlichen Dinge, die an eben fallen, die man dort eben macht, um die Armen zu speisen. Ja, genau. Also es ist wie gesagt eine Armenspeisung, wie aus dem Bilderbuch, wo dann einige Bettler, die du vielleicht auch schon mal gesehen hast, die strömen dann von der Arena aus nach Norden am Tempel vorbei und werden dann hier gespeist, wenn sie selber nichts bekommen. Und es geht eben nicht nur darum, dass du dann auch Essen da in die Teller füllst, sondern auch später abwäscht. Und das sind sehr, sehr einfache, sehr häusliche Dinge, die da auf dich zukommen, aber vor allem eben sehr hauswirtschaftlich. Also das solltest du auch können. Ja. Kannst auch gerne mal würfeln. Das würde ich gerne machen, bis er dann abends wieder zurückkommt. Ja, würfel einfach gerne mal eine Hauswirtschaftsprobe. Ich vermute, das wird wohl gelingen, oder? Ich hoffe. Mal schauen, vielleicht bin ich auch ein Klotz am Bein. Aber nein. Nein, das ist nicht ausgezeichnet. Ja, sie ist dabei als deine plus 1. Sehr schön. Rafim, möchtest du dich vorbereiten auf deinen morgigen Tag? Ja, unter anderem. Ich suche mir erstmal wieder ein Bettlerkind, dem ich 5 Fälle in die Hand drücke, das mich zum Chortempel bringt. Du hast doch einen inneren Kompass. Ja, aber der bringt mir, glaube ich, in Gareth irgendwann auf der Größe nichts mehr. Also ich würde halt viel länger brauchen. Also wenn du inneren Kompass hast, dann gibt dir das eine Erleichterung von 7 Punkte auch auf deine Gassenwissenprobe. Aber ich dachte nur zu Orten, zu denen ich eine direkte Strecke kenne oder nicht. Du weißt, wo er liegt und du weißt, wo du bist und dann kannst du da auch einen Weg hinfinden. Also das ist eine Gassenwissenprobe, erleichtert um 7. Du kannst dir natürlich jetzt auch noch ein Kind holen, ne? Ich muss da jetzt nicht lange diskutieren. Du wirst auf alle Fälle zum Chortempel kommen, aber es ist nicht nötig für dich. Ich nehme mir das Kind und versuche gleichzeitig nachzuprüfen, ob das Kind mir den gleichen Weg nennt wie letztes Mal. Das kommt natürlich darauf an, wo du stehst, aber ja klar, also ja, es geht immer wieder durch das gleiche Tor. Okay. Ja, und zwar, ich habe ja in am 3. sollen ja die ganzen Söldner da sein für diese Gala. Ich möchte mir A schon mal angucken, ob welche schon davon eingetroffen sind, weil die werden 200 Mann vermutlich nicht von einem Tag auf den anderen organisieren, sondern die werden da vermutlich entweder schon rumgammeln oder die wir sind schon da. Und dann gucke ich, wie viele Chorgeweihte sind schon eingetroffen und möchte meinen Tag mit denen verbringen. Das ist auch eine schöne Idee, ja. Also du wirst auf alle Fälle ein paar Söldner bekommen haben. 3 Banner sind schon da, also 150 Leute, die dann irgendwo hier gequetscht sind und 5 von 10 Chorgeweihten